Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg feierte Thomas Hässler seinen Einstand, der spektakulärste Transfer der Löwen. Die Mannschaft war nämlich von Trainer Werner Lorand nach der katastrophalen Frühjahrssaison 99 völlig umgekrempelt worden. Doch es begann nicht gerade vielversprechend. Fünfte Minute Foul von Ned Celic an Akpobori und Schiri Fandl, tja, der zeigte auf den Elfmeterpunkt. Doriel Monteanu gegen Daniel Hoffmann und der Löwentorwart blieb Sieger. Ein Signal für die ganze Mannschaft, die Löwen von da an wesentlich bissiger. Fahnenburg steht da bereit, der Reaktivierte. Trainiert kaum mit, fliegt nur zu den Spielen ein, bis Votava, der neue Libero, wieder fit ist. Langsam ging es voran. Tietze über Hässler, zurück zu Tietze. Und der Ball auf Max. Den kriegt er noch, schön rumgezogen und Tor. Tja, das kam völlig überraschend und war ein Eigentor. Klaus Thomsen, der VfL-Kapitän, bringt 60 in Führung. Doch dann übertrieben es die 60er mit dem Kampfgeist. Gelb-rote Karte für Ned Celic in der 60. Minute. Mit gestrecktem Bein war er hier gegen Patrick Weiser zur Sache gegangen. Die Entscheidung also völlig in Ordnung. 7 Minuten später durfte auch Ösi-Neuerwerbung Christian Prosinek nach wiederholtem Foulspiel vom Platz. Doch die richtige Strafe folgte noch. Nach dem 1:1 durch Manzer gelang nämlich Noack in der 89. Minute der 2:1 Siegtreffer. 9 Löwen gegen 11 Wölfe, quasi chancenlos. 1860 startete mit einer Niederlage in die Saison und haderte mit den Schiedsrichtern. Ich habe schon diese Woche gesehen, dass die Mannschaft sehr aggressiv ist, sehr gut intakt ist, läuferisch sehr stark ist, spielerisch sehr stark ist. Das hat es auch hier gezeigt und ich glaube, wir haben auch verdient. Geführt hier und ja, was danach passiert ist, da werde ich mich nicht so äußern, weil ich glaube, dann kann ich nächste Woche auf die Tribüne. Und das will ich nicht, weil die Mannschaft braucht mich nächste Woche im Heimspiel. Danke. Lorand meinte das Heimspiel gegen Aufsteiger Ulm, 44.000 im Olympiastadion und Kapitän Winkler war sauer, sein Platz nämlich nur auf der Bank. Von dort sah er dann, wie sein Sturmkollege Martin Max nach dem 0:1 von Unsöll zum 1:1 Ausgleich traf. Neuerwerbung Thomas Riedl hatte die Vorarbeit geleistet und Neuerwerbung Martin Max, ja, der besorgte das 1:1 in der 19. Minute. Trainer Werner Lorand mahnte zur Vorsicht, doch die Fehler machte der unerfahrene Aufsteiger. Ein Foul von Radoki an Max und Schiri Meier gab klar Elfmeter. Eine Angelegenheit für Thomas Hässler, das 2:1 sicher verwandelt in der 23. Minute. Die blau-weiße Offensivwelle rollte durchs Olympiastadion, doch ausgerechnet die Defensivspieler mussten immer wieder zum Rapport an die Außenlinie. 2 Minuten später bereits das 3:1, wiederum Martin Max nach einer Ecke des überragenden Icke Hässler. Die Ulmer Viererkette im Mittelfeld ebenso brüchig wie die in der Abwehr und die Löwen nutzten das natürlich gnadenlos aus. Nach dem 3:1 schon das nächste Tor, diesmal durch Stefan Paslak. Ja, schon wieder ein Neuer, der getroffen hatte. Innerhalb von 12 Minuten von 0:1 auf 4:1. Tja, Ulmer, reizt die Löwen nicht, sonst werden die grantig. Der Halbzeitstand, auch der Endstand, eine Löwengala mit ihm als Regisseur. Mittendrin statt nur dabei. Montag steht es dann in der Zeitung. Icke wird wieder in der Nationalmannschaft, zumindest im Kader sein. Ja, das muss man halt abwarten. Ich habe versucht, heute mein Bestes zu geben. In erster Linie natürlich, dass die Mannschaft hier erfolgreich ist, dass wir 3 Punkte einfahren. Und das hat für mich gezählt und Priorität gehabt. Was jetzt passiert ist, wird sich zeigen. Es muss Ihnen doch ein innerer Vorbeimarsch sein nach dem ganzen letzten Jahr. 3 Punkte waren wichtig.
Doch die Achterbahnfahrt ging weiter und es folgte ein 0:3 in Freiburg. Und dann kam ein alter Bekannter ins Münchner Olympiastadion. Horst Held war im Sommer zur Eintracht nach Frankfurt gewechselt. Seine Freunde hatte er aber immer noch klar in München. Dort wäre er auch besser geblieben, dann hätte er zumindest dieses Spiel nicht verloren. Die 60er laufstärker, aggressiver als die eigentlich große Eintracht aus Frankfurt. In der 25. Minute ein schöner Pass von Pürk auf Max und der erzielt das 1:0. Zwecklos die Frankfurter Abseitsreklamationen. Martin Max ganz klar und ohne Zweifel hier mit seinem dritten Saisontreffer. Pause im Olympiastadion, aber auch nach dem Wechsel änderte sich nichts Wesentliches. Christian Prosinek auf Harald Czerny und der vergibt leichtfertig eine von sehr vielen Torchancen. Trainer Werner Lorand natürlich, wie man ihn kennt, relativ unentspannt am Spielfeldrand, doch dann die 83. Minute. Czerny, frei gegen Gebhardt. Czerny vorbei, Haken, Czerny, und da habe ich ihn noch gescholten in der ersten Halbzeit und jetzt kurz zuvor und jetzt schießt er solche Tore. Pardon, Harald Czerny, meine Verehrung, 2:0, Löwen. Wir haben jetzt zwei Heimspiele, daraus wollen wir punkten. Wir haben heute damit angefangen. Und wie ich eben schon gesagt habe, wenn man dabei noch guten Fußball spielt, wie wir es getan haben, dann kann man also, glaube ich, zuversichtlich in die Zukunft gucken. Und ich denke mal, vom Potenzial her ist das, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, weil wir haben eine sehr junge, sehr ehrgeizige Mannschaft. Okay, auswärts müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, da sind wir noch ein bisschen anfällig. Aber ich glaube, zu Hause, wenn wir so weitermachen, da können wir eine Macht werden. Und das ist halt unser Ziel. Nix da mit Macht, das Heimspiel gegen Dortmund mit 0:3 verloren. In Rostock immerhin 0:0, die Stimmung war angespannt. Erstaunlich, Roman Tietze war gegen Bielefeld wieder dabei, denn unter der Woche, da hatte ihn Werner Lorand vom Training in die Kabine geschickt. Bielefeld nur zu Beginn ein ebenbürtiger Gegner. Die 22. Minute allerdings, da waren es dann schon die Löwen. Eckball, Hessler, Passlack verlängert und Max, ja, der steht eben da, wo ein Goalgetter zu stehen hat. Einer konnte es nicht sehen, der Präsidentenstuhl war leer geblieben. Karl-Heinz Wildmoser fehlte wegen einer Grippe. Aufregung dann in der 28. Minute. Und der Schiedsrichter schickte Van der Feen wegen absichtlichen Handspiels in die Kabine. Doch Spielmacher Icke Hessler ließ die Chance ungenutzt. Torwart Koch hielt seinen Strafstoß. Frust bei Werner Lorand, doch die 10 Bielefelder waren dann nach der Pause chancenlos. Sofort gespielt auf Czerny gegen Weißenberger. Seine Flanke und Thomas Hessler zum 2:0. Mit dem Kopf. Da herrschte ungläubiges Staunen im weiten Rund. Und in der Tat, in der Geschichte von Ran war es das erste Kopfballtor von Hessler. Und Ran gibt seit über 7 Jahren. In dieser Tonart ging es weiter. Foul von Hofschneider an Max. Doch Hessler überließ diesmal die Ausführung dem Gefaulten. Martin Max und sein Tor Nummer 5. Die Arminia wollte in Unterzahl mitspielen und die Münchner Löwen nahmen das natürlich dankend an. Tietze per Hacke auf Schrot, 4:0. Ja, das war schon richtig guter Fußball im Olympiastadion und das nicht von den Bayern, sondern von den Blauen.
Werner Lorand hatte es gefallen und weil es so schön war, tanzten die Seinen noch einmal durch die Bielefelder Reihen. Das 5:0 in der Entstehung, der Abschluss durch Agostino. Der höchste Löwensieg seit fast 4 Jahren. Drum merke, Wiesenzeit ist Löwenzeit. Und mit diesem Sieg konnte sich die Lorand-Truppe wieder in den Bierzelten sehen lassen. Aber ich glaube, letztes Wochenende wird es kein Problem sein, wenn wir die eine oder andere Maß auf der Wiesn trinken. Und deshalb schalten wir doch gleich mal live aufs Oktoberfest. Da sind sie schon, Thomas Hessler und seine 5:0-Truppe. Martin Max auf dem Weg zur Bank. Werner Lorand reagierte damit auf das Pokalaus in Trier und krempelte um. Und dann kommt Tapalovic, einer der 5 Neuen im Team. Tapalovic gegen Baumann. Philipp Tapalovic immer noch am Ball und drin ist er. 1:0 für 1860. Philipp Tapalovic und das in seinem ersten Saisonspiel von Beginn an für die Münchner. Werner Lorand im Glück oder wie sagt man so schön, alles richtig gemacht. Und auch nach der Pause Philipp Tapalovic im Vorwärtsgang. Wieder setzt er sich gegen Baumann durch und in der Mitte wartet Kapitän Winkler und erzielt sein erstes Saisontor. 1860 führt in Bremen mit 2:0 und als Werder nach dem Anschlusstreffer von Herzog auf den Ausgleich drängt, öffnen sich die Räume für Löwenkonter. Winkler auf Borimirov und das 3:1, die Entscheidung. 20 Jahre mussten die Löwen auf einen Auswärtssieg im Weserstadion warten und der Matchwinner hieß Tapalovic. Bei dem ersten Tor, was haben Sie denn da gedacht? Sie sind da, glaube ich, 60, 70 Meter alleine über den Platz gelaufen. Haben Sie gedacht, Sie sind ganz alleine auf diesem großen, weiten, grünen Rasen? Ich habe den Ball vom Harry gekriegt und habe mir den Ball vorgelegt. Hab gesehen, da ist noch einer, habe den überlaufen und dann stand ich vom Torwart und habe ihn reingeschossen. Waren Sie nicht überrascht? Ich habe einfach Gas gegeben, gelaufen und dann stand ich da, habe ihn reingehauen. Nein, sein Trainerstuhl wackelte nicht. Nach dem 0:0 im Heimspiel gegen den HSV waren ein gut gelaunter Werner Lorand und seine Mannschaft zu Gast in Leverkusen. Und das Löwenbollwerk hielt bis zur 61. Minute, als Verteidiger Martin Stranzl den Ball unglücklich an den Arm bekam. Hand reklamierte Christoph Daum, doch Schiri Kop hatte längst gepfiffen. 11 Meter. Ösi Stranzl war in dieser Situation einfach, na, sagen wir, arm dran. Ulf Kirsten ließ sich die Chance nicht entgehen. Das 1:0 für Bayer Leverkusen. Und dann wurde es hektisch. Ein Ellbogencheck von Warnenburg gegen Kirsten. Und inmitten all dieser Diskussionen soll Werner Lorand den Schiri-Assi beleidigt haben. Schiri Kop schickte den Löwentrainer daraufhin auf die Tribüne. Doch der blieb standhaft. Erst als Kapitän Winkler intervenierte, verabschiedete sich Lorand mit der üblichen Handbewegung und sah den Rest des Spiels in den Katakomben des Stadions. Die Löwen nun natürlich mit Wut im Bauch. Sie drängten auf den Ausgleich und in der 90. Minute klappte es dann noch. Winkler mit dem verdienten Ausgleichstor und so hatte es der Trainer gesehen. Und jetzt habt ihr Bayern zum Tabellenführer gemacht. Leverkusen scheint für Sie persönlich kein gutes Pflaster zu sein. Schon wieder sind Sie auf die Tribüne geschickt worden. Wissen Sie warum? Wieso kein gutes Pflaster? Wir haben unentschieden gespielt, hochverdient, glaube ich. Also ist doch ein gutes Pflaster. Ich meine für Sie persönlich, sind Sie jetzt wieder auf die Tribüne geschickt worden. Wissen Sie, warum der Schiedsrichter das gemacht hat? Nein, weiß ich nicht. Sie haben keinen Disput mit ihm gehabt? Nein, gar nicht. Hat Ihr Kapitän auch nicht erklärt, warum Sie auf die Tribüne mussten? Nein, brauche auch nicht.
es absolut lächerlich ist, weil ich genau weiß, dass er diesmal nichts gesagt hat. Und aufgrund von den Äußerungen vom Schiedsrichter auf dem Platz zu unseren Spielern, was 60 München betrifft, wundert mich das nicht. Erklären Sie mir das kurz. Nee, dazu gibt es nichts zu erklären, weil mir das einfach zu doof ist. Ich habe sie behandelt wie ganz normale Bundesligaspieler und ich bin mir da jetzt nicht irgendwie bewusst, dass ich da irgendwas gegen 1860 München dort getan habe. Und ich habe den Regeln versucht, Geltung zu verschaffen und so habe ich auch gepfiffen. Das Verfahren gegen Wiederholungstäter Lorand lief. Beim kleinen Münchner Derby gegen Unterhaching saß er jedoch auf der Bank. Trotzdem war die Löwenfamilie aufgeschreckt. Lorand hatte für den Fall einer Sperre seinen Rücktritt angekündigt und das mitten in der Saison. Die Hachinger jedenfalls erstarrten in Ehrfurcht. Völlig ohne Gegenwehr spazierten die 60er zur Führung durch die Hachinger Reihen. So einfach kann Fußball sein, wenn der Gegner mitspielt. Das erste Saisontor übrigens des Österreichers Prosinek. Pausenbelohnung durch den Präsidenten. Wer kann da schon Nein sagen? Doch Haching wurde stärker. Der Ausgleich durch Schwarz in der 61. Minute. Und dann zog Schiri Wagner gelb gegen Daniel Hoffmann. Der Löwenkeeper hatte Altin Rakli im Strafraum zu Fall gebracht. Die Konsequenz? Klar, Elfmeter. Doch Hoffmann gewann auch das zweite Duell gegen Rakli und daran konnte sich die ganze Mannschaft aufbauen. Also volle Kraft voraus und sie taten was. Ecke Hessler. Da ist er drin, Goldköpfchen Philipp Tapalovic. 2:1 für 1860 München und jetzt war Derby-Stimmung angesagt. Und auch Werner Lorand war noch für einen Höhepunkt gut. Als Hachings Trainer Köstner wegen Schiri-Kritik kurz vor Spielende gehen musste, ging er einfach mit. War das heute vielleicht Ihr letztes Spiel für die 60er? Die wollen mich ändern. Die wollen mich ändern. Bin ich verkehrt im deutschen Fußball oder überhaupt in der Bundesliga? Und dann höre ich auf jeden Fall auf, wenn ich eine Sperre bekomme, ja. Das erste Spiel ohne Werner Lorand ging in die Hose. 0:3 in Duisburg und auch für das Spiel der Spiele, das Münchner Derby, wurde der Löwentrainer nicht begnadigt. Riesenstimmung im Olympiastadion und in der ersten Halbzeit sah Lorand Löwenchancen im Minutentakt. Agostino hier an die Latte und wir schauen auf die Tribüne. Mein Gott, 27. Minute dann das nächste Ding. Freistoß Gerald Warnenburg, Kahn lenkt an die Latte, aber noch hielt sich der Frust auch auf der Tribüne in Grenzen. 29. Minute wieder Agostino, wieder Latte. Der Frust wurde größer und größer. Und dann noch einmal Paul Agostino. Die Bayern hatten einen Riesendusel bis zur Halbzeit. Die Truppe von Lorand war klar überlegen und hätte schon 3:0 führen können. Zeit für Pausengespräche. Nach 22 Jahren wäre ein Sieg lange fällig. Klappt es denn heute endlich? Ich gehe davon aus, wenn wir natürlich die Leistung der ersten Halbzeit bestätigen können, in der zweiten Halbzeit haben wir eine Chance zu gewinnen, ja. Prima, vielen Dank. Danke. Bis später. Doch vorerst blieb alles beim Alten. Hessler. Max Fallrückzieher und Tarnath auf der Linie. Ja, geht denn das schon wieder so weiter? Fahnenburg auf Hessler und Tab. Pavlovic, das ist nicht mehr normal. Als Löwenfan müsstest du ihm jetzt die Löwenhaare einzeln rausreißen. Das ist nicht mehr Pech, das ist ein richtiger Schmarrn. Den kannst du gar nicht treffen. Unbeschreiblich. Nochmals für alle Löwen zum Schmerz. Nochmals zum Schmerz. Herzstiche mit und um Tapalovic. Hier. Bayern nur noch um den Strafraum rumpostiert.
keinerlei Vorchecking. Müde, denke ich. Max legt ab und Thomas Riedel, es war vollbracht und das war von allen Chancen die schwierigste. Thomas Riedel, und selten war ein Tor so verdient wie dieses. Riedel nach all den unglücklichen Wochen trifft die Bayern ins Herz. Ausgangspunkt aber die lasche Mittelfeldarbeit. Auch Kufur nicht energisch genug und dann passte einfach alles, selbst Super Olli chancenlos. Schauen Sie noch mal hin, der Ball dreht gnadenlos nach rechts ab. Und dann der Dammbruch bei der gesamten Löwenfamilie. Sollte es heute wirklich wahr werden? So oft hatten sie es versucht, die kleinen Löwen, die großen Bayern zu besiegen. Und ausgerechnet jetzt, an einem historischen Tag, saß der Trainer auf der Tribüne. Und dann war Schluss, die Bayern entzaubert. Das war kein Sieg, das war ein Ereignis. Thomas Riedel, erst 23 Jahre auf der Welt, Rückennummer 23, tilgte die Schmach aus 22 Jahren. Woher haben Sie den Mut genommen, da so dermaßen abzuziehen, kurz vor Schluss? Das erste Mal schon probiert, da war Katastrophe, und beim zweiten Mal konnte es nur besser werden. So nüchtern? Na ja, was soll ich machen? Ich spiele jetzt erstmal Fußball und schießen kann ich auch, und habe es einfach probiert und drin war. Okay, danke. Alles klar. Thomas, komm. Die wollten halt nicht mit gesenktem Haupt durch die Stadt die nächsten Wochen gehen, sondern wir wollten mal aufrecht mit erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen. Und das haben wir heute 90 Minuten eindrucksvoll bewiesen. Heute hat auch der große FC Bayern gesehen, dass wir mit einem Fünfter, der sieht heiß, auch ganz gut im Fußball spielen kann. Das ist manchmal schon komisch, dann schüttelt man schon mit dem Kopf, dass es einmal so und einmal so ist. Aber diese Mannschaft hat Zukunft. Und dann war da noch die fast unbemerkte Geschichte des Mannes, der das Spiel seines Lebens machte. Sie waren nach Schlusspfiff besonders bewegt. Warum? Ja, ich bin heute Nacht noch Vater geworden von einer gesunden Tochter, die Luisa. Ich möchte noch mal Dankeschön an meine Frau sagen. Und jetzt sind wir zu viert zu Hause. Die Melissa ist auch noch da. Und wenig geschlafen, emotionsgeladenes Spiel, und das musste alles raus. Das heißt, Sie müssen im Stillen feiern oder feiern gerne im Stillen? Nein, das war eine riesen Anspannung heute und die hat sich einfach nach Schlusspfiff gelöst. Das war auch nicht aufzuhalten. Marco Kurz wollte sich zunächst erst gar nicht äußern, so bewegt war er. Nach innen ganz weich, nach außen hart. Werner Lorand war wie immer. Ich habe es auch heute eingestellt und habe ja auch so deutlich gesagt, so eine Leistung wie in Duisburg sollte sie nicht noch einmal wagen abzuliefern. Werden Sie sich jetzt bei jedem Derby auf die Tribüne setzen müssen? Ich werde mich gar nicht mehr auf die Tribüne setzen. Nur einer blieb bei Schlusspfiff höchst bescheiden. Zitat Peter Packholt: Das mit mir auf der Bank war nebensächlich. Lorand war sauer auf seine Mannschaft in Berlin. Aber Sie hören ja auf Ihren Oberlöwen. Jetzt kamen Sie. Über Schrot. Oh, der lässt Herzog und Čović stehen. Van Buurik. Riedel und 1:0. Aus Sicht der Münchner Löwen die Gästeführung. Martin Max mit seinem 7. Saisontor. Den ersten Treffer, den er in einem fremden Stadion erzielt. Alle 6 zuvor hat er zu Hause im Münchner Olympiastadion erzielt. Doch die Löwen konnten die Führung nicht über die Zeit retten. Konstantinidis konnte in der 71. Minute ausgleichen. Alles in allem ein leistungsgerechtes Unentschieden. Der Schlusspfiff von Schiri Fandl. Die Münchner mussten auf ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk noch warten. Präsident Wildmoser hatte für das Erreichen der 28-Punkte-Marke eine Prämie von 35.000 Mark pro Spieler ausgesetzt. Dazu wäre aber ein Sieg in Berlin notwendig gewesen. Schade, liebe Löwen, vielleicht klappt es ja am letzten Spieltag der Hinrunde. Nur in DSF.
Spitzenhallenfußball 2003 wird Ihnen präsentiert von Hasseröder Premiumpilz. Es war wie verhext. 2 Spiele, 2 Niederlagen, 1:2 zu Hause gegen Wolfsburg und 0:3 in Ulm. Böse Erinnerungen wurden wach. Dazu kamen private Probleme von Thomas Hässler, dessen Leistungen fortan mit Argusaugen beobachtet wurden. Doch Icke spielte sich frei gegen Freiburg. Er war an allen Löwentoren beteiligt. Freistoß Hässler und Ned Zelic mit dem 1:0. Mit dem 1:1 ging es in die Pause, denn Kohl hatte noch zum Ausgleich getroffen. Fans, die wegen des starken Regens unter das Dach durften, sahen nach der Pause einen starken Hässler. Dachte sich wohl auch Werner Lorenz und gleich danach die richtige Entscheidung. Wieder Ecke, Icke, Hässler und ja, Torwart Goltz schlug sich den Ball selbst ins Tor. Der Frust bei Freiburg groß, bei den Löwen war aber nach dem Spiel ein kleiner Mann ganz groß. Heute zu Boden zu bringen, war nicht einfach. Kollektiver Jubel um die kleine Nummer 10. Ja, ich habe sehr schwere Zeiten durchgemacht und ich glaube, man hat heute gesehen, wie befreit er ist, dass die Sache erledigt ist und er war, glaube ich, heute der überragende Spieler. Ich weiß, man verliert ungern, aber gönnen Sie es nicht ihm wenigstens ein bisschen? Natürlich, ich meine, wir sind dafür bekannt, den Samariter zu spielen, letzte Woche Frankfurt und Bielefeld hat, glaube ich, das letzte Mal auch gegen uns gewonnen. Also, wenn irgendjemand Probleme hat, braucht er uns nur Bescheid zu sagen. Er hat es im Alleingang entschieden und Holger Greilich, Icke Hässlers Chauffeur, freute es besonders. Ich glaube, jetzt in den letzten Tagen ein bisschen sein Chauffeur mache. Da freut es mich natürlich insbesondere. Und ich denke, das hat er einfach mal verdient. Ich denke, wenn wir gegen 60 nicht gewinnen, gegen wen wollen wir im Moment gewinnen? Weil letztendlich hat man nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft vor Selbstvertrauen strotzt. Aber 1860 hatte Hässler und der wollte nur noch eines, seine Ruhe. Doch es setzte wieder eine Niederlage, 1:3 in Frankfurt und nun folgte das Auswärtsspiel in Dortmund. Thomas Hässler nicht von allen so freundlich empfangen wie von seinem Kollegen Dede. Vor allem die BVB-Fans hatten es auf ihn abgesehen, pfiffen ihn bei jedem Ballkontakt gnadenlos aus, sonst passierte eigentlich nicht viel. Der Zyniker würde sagen, ein Spiel für die Taktikfreunde unter ihnen, meine Damen und Herren. Manch anderer würde meinen, und sie spielten noch einen Winter. Dann allerdings kam es doch noch zu einem Highlight. Ein Fallschirmspringer im Fußballstadion. Okay, das hatte es, Möllemann lässt grüßen, natürlich schon gegeben, aber einfach so und ungeplant. Also, das sieht man nicht alle Tage. Respekt. Und auch der zweite Durchgang begann mit einem Kuriosum. Jetzt also Dortmund mit 3 Spitzen. Um Ekpeba kümmerte sich Stranzl. Der ging weg von Ricken. Bei Ricken stand jetzt Prosenik.
Und dann diese Quirke von Lehmann. Max ist zur Stelle, 63. Minute, das 0:1. Wie aus heiterem Himmel die Rückgabe von Kohler und dann diese Quirke von Jens Lehmann. Ja, der hat ein Problem mit den Dortmunder Fans. Vielleicht haben die jetzt eins mit ihm. Es muss heute krachen gegen die Löwen, hatte Bernd Kraus gefordert. Und Lehmann hat ihn wörtlich genommen. 0:1. Immerhin die Reaktion der voll besetzten Südtribüne noch positiv. Hier die Rückgabe von Kohler. Und jetzt, oh, Jens Lehmann. Ja, liebe Zuschauer, es ist mir ein bisschen zu blöd, über die Unebenheiten des Dortmunder Rasens zu philosophieren. Das gilt ja für beide Mannschaften. Aber hier ist der Lehmann vielleicht doch ein bisschen entschuldigt. Und ein ehemaliger Schalker, Martin Max, trifft gegen einen ehemaligen Schalker Lehmann. Und das in Dortmund. 9. Saisontor für Martin Max, der hier belohnt wird für sein energisches Nachsetzen. Doch wieder brachten die Löwen den Vorsprung nicht über die Zeit. 8 Minuten vor dem Ende erzielte Dortmund das 1:1 durch Freddy Bobic. Endstand, die Münchner zufrieden, doch für Thomas Hessler war es eine gefühlsmäßige Achterbahnfahrt gewesen. Natürlich kommen wir mit Emotionen her, was alles im vergangenen Jahr hier passiert ist. Das ist natürlich mehr oder weniger schon verarbeitet, verdaut. Aber wenn man dann hier im Stadion steht, dann blickt man doch zurück, was alles so passiert ist in dem Jahr. Klar. Und sicherlich war es nicht einfach heute. Das sind ehrliche Worte, so kennen wir sie. Sind ja ein sensibler Mensch im positiven Sinne. Sind trotzdem ausgepfiffen worden. Hat sie das getroffen oder ist das eigentlich normal von den BVB-Fans, dass sie da doch Solidarität zeigen? Ja, ich glaube, das ist normal, weil wenn man das hört oder liest oder auch im Fernsehen verfolgt hatte, was in den letzten Heimspielen hier bei Borussia passiert war, das hat sich schon angedeutet im letzten Jahr, wo ich da war, wo sie mit den Leistungen des Öfteren nicht zufrieden waren, dass es so gravierend wurde, dass damit konnte keiner rechnen. Und klar, wenn man sich mal untereinander ausspricht, wenn die Fans oder die Spieler besser gesagt zu den Fans mal gehen, sich darüber unterhalten, was sie eigentlich verlangen von den Spielern und sich darüber ausdiskutiert hat, dann hat man heute gesehen gehabt, dann haben sie hier den 12. Mann und dann ist es nicht einfach hier zu spielen. Die lieben sie noch hier? Ja, das weiß ich nicht. So ein bisschen? Ja, vielleicht, ja. Hansa Rostock sollte ein willkommener Gegner sein, dachten sich zumindest die Löwen, aber nichts da mit Punkten. Der Abstiegskandidat ging nämlich in Führung. Arvidsson in der 27. Minute und die Rostocker Führung hätte wohl auch bis zur Pause gehalten, wäre Weiland da nicht ein derartiger Blackout unterlaufen. Die freundliche Unterstützung verhalf Max zu seinem 10. Saisontreffer, aber sein Torhunger war noch nicht gestillt. Hessler, der brachte Agostino in die Spur, der spielte für den verletzten Winkler. Agostino, Max Pfosten, Max! Was fallen hier für Tore im zweiten Anlauf, das 2:1 für die Münchner. Gleichzeitig der zweite Treffer von Mad Max nach einer herrlich schönen Kombination. Insgesamt schon das 11. Tor des Goalgetters, doch Rostock konnte wieder ausgleichen. 2:2 stand es und dann kam wieder Martin Max. Erst einmal konnte er in der Bundesliga einen Dreierpack erzielen und das in Gladbach. Und die 58. Minute, das 3:2 für die Löwen, durch wen wohl? Martin Max. In der 63. Minute 4:2 dann auch noch durch einen Elfmeter von Icke Hessler nach einem Foul an Tietze. Und Martin Max durfte später 5 Minuten vor Ende den Platz verlassen, um sich gebührend feiern zu lassen. Rostock gelang später zwar noch ein Tor durch Lanz, aber 1860 gewann mit 3 Max-Toren gegen Hansa Rostock mit 4:3.
60 in der Champions League und sind nebenbei noch Torschützenkönig. Beides ist noch möglich. Das ist noch ein sehr weiter Weg. Unser Ziel als Mannschaft ist es, unter die ersten 6 zu kommen. Und das ist die Hauptsache. Strunz, was erlauben Strunz? Ein Roter zu Gast bei den Blauen, bei deren Heimspiel gegen Leverkusen. Strunz als Glücksbringer? Mitnichten. Das 0:1 durch Rink und hier schon das 0:2 durch Ulf Kirsten. Der Nationalstürmer traf im 3. Versuch und stellte damit den Spielverlauf auf den Kopf. 60 hatte lange Zeit gut gespielt, vieles richtig gemacht. Auch die 3 Stürmer passten schon, auch ohne ihre Tore. Und jetzt so mir nichts, dir nichts, 0:2 hinten. Hässler. Schrot und der Anschlusstreffer ist perfekt in der 55. Minute, nur 3 Minuten nach dem 0:2-Schock. Wieder psychologischer Rückenwind für die Löwen. Das Tor von Schrot war aber dennoch das Ende der Aufholjagd. 1860 verlor 1:2 trotz eines überragenden Icke Hässler. Und der wartet immer noch auf ein Zeichen der Nationalmannschaft. Sinnvoll, wenn Erich Ribbeck sich mal bei Ihnen melden würde und man würde einfach das Thema mal diskutieren, von Mann zu Mann. Wir können uns ja unterhalten, das ist ja gar kein Problem. Und wie gesagt, ich höre mir das gerne an, aber wie ich eben schon sagte, ich warte jetzt schon die ganze Zeit mal auf einen Anruf oder auf ein Gespräch. Und es kam bisher nichts von DFB-Seite, also denke ich mal, dass man mit mir nicht mehr plant. Und es ist für mich ja nicht tragisch oder ich bin ja nicht unglücklich. Ich wüsste dann Bescheid und könnte meinen Urlaub buchen. Zwischen den Derbys kam der designierte Absteiger aus Duisburg ins Olympiastadion. Hand aufs Herz, Faust auf Faust. Ja, herzlich willkommen, liebe Floskel-Champions. Auf jeden Fall nur ein Sieg zählte. Tietze auf Martin Max und 1:0 die frühe Führung für die Münchner Löwen. Die Duisburger Fans nahmen also Abschied vom Olympiastadion und Abschied von den Löwen, denn die marschierten in Richtung 2:0. Agostino, diesmal der Mann mit der Vollendung. Und Liebesgrüße an die Fans. Der überragende Hässler, Czerny und Martin Max, der sich immer mehr zum Knipser entwickelte, machten dann auch noch das 3:0 schon vor der Pause. Die Fans feierten ihren kleinen Spielmacher Icke Hässler und Icke, ja, der feierte ein bisschen zurück. Das war noch Zeiten mit entspannten Schieds- und Linienrichtern. Ansonsten sah Hälfte 2 noch den 4. Löwentreffer Ecke Prosinek, Agostino und der Endstand 4:1 und Agostino freute sich über seinen Doppelpack. Heute waren die drei Punkte wichtig. Wir sind weiterhin oben mit dabei im Kampf um die UEFA-Cup-Plätze und nur das zählt. Gab es eine bestimmte Person, der Sie zugewunken haben nach Ihrem ersten Tor? Na, also ich respektiere, wenn die Fans zufrieden sind mit meiner Leistung und wenn die mich applaudieren, dann winkel ich zu. Winke, winke, herzlich willkommen zum 2. Derby gegen die Bayern. Und dieses begann so, wie das letzte geendet hatte, mit Löwenchancen. Kopfball Martin Stranzl, doch Lisa Razou konnte auf der Linie klären. Dann die 22. Minute. Die Löwen über ihre starke rechte Seite. Thomas Hässler mit der Vorarbeit und seine Flanke verarbeitet Martin Max. Die Löwen führten im Auswärtsspiel. Es war schon der 16. Saisontreffer übrigens von Martin Max.
Schöne Vorarbeit von Hessler und dann Max mit Tor Nummer 16. Er sollte Torschützenkönig werden, aber auch das half ihm nicht in die Nationalelf. Sieben Minuten später aber der Ausgleich. Ein Freistoß von Mehmet Scholl. Ja, und es war ein ungewöhnliches Tor. Agostino auf den Sausewind, Roman Tietze. Tietze gegen Babbel. Cherry zögert. Cherry vielleicht 51, Kahn vielleicht 49% Schuld. So ein Tor gibt's nur im Derby. Lorand, er machte Jeremis groß, holte ihn, baute ihn auf. Jetzt endlich erntet er die Früchte seiner Saat. Na, ein bisschen Spaß muss sein. Und den hatte Werner Lorand dann auch mit Michael Tarnert. Derby-Emotionen, nur noch wenige Sekunden bis zum Schlusspfiff, ja. Und da geht's natürlich in München hoch her. Alles wartete auf den erlösenden Schlusspfiff von Schiri Fandl. Noch nie hatten es die Löwen geschafft, in einer Saison beide Derbys gegen die roten Bayern zu gewinnen. Irgendwie war es an der Zeit. Und dann war es soweit. Thomas Hessler wärmte sich in Kaiserslautern auf wie immer. Dabei war er wegen der fünften gelben Karte gesperrt. Egal, den Sprung in den EM-Kader hatte Icke noch geschafft. Jetzt wollte er auch noch die Quali für die Champions League als guter Geist auf der Ersatzbank miterleben. Ein Punkt musste her, aber die 90 Minuten wurden zur Qual. Kurz vor dem Pausenpfiff holte Daniel Hoffmann Ratinho von den Beinen. Schiri Aust gab natürlich Elfmeter und für Hoffmann die gelbe Karte im Paket. Das Duell hieß nun Basler gegen Hoffmann. Hoffmann gehalten! Und gleich danach war erstmal Pause. Die Chance lebte weiter. Nach dem Wechsel dann das Aus für Hoffmann. Er erlitt einen Adduktorenabriss. Für Hoffmann kam Hofmann, doch der wurde gleich kalt erwischt. Eckball Mario Basler. Hani Ramsi mit der Brust und 1:0 für Kaiserslautern. Hofmann hatte nicht ein einziges Mal den Ball berührt, da war er schon drin. Sollte den Löwen so kurz vor dem Ziel die Luft ausgehen? Die 67. Minute brachte die Entscheidung. Max auf Prosinek, der wieder auf Max und Tor. Der Ball war drin, ein Eigentor Basler, sagt die Statistik, aber egal. Mit dem ersehnten Punkt in Lautern qualifizierten sich die Löwen fürs internationale Geschäft. Wir können sehr, sehr zufrieden sein mit unserer Saison, die wir jetzt hinter uns haben. Und da ist natürlich eine große Euphorie momentan da. Wir haben eine Champions League Qualifikation geschafft und wer hätte uns das vorher zugetraut? Ich glaube, das war keiner gewesen, der uns das zugetraut hätte. Bin stolz auf die Mannschaft, es hat riesen Spaß gemacht und super, wir freuen uns schon.